the power of the dark side. Ich habe jetzt auch so einen komischen Helm. Das ist gerade irgendwie bei mir komplett rot. Ja, weil ich gezürnt habe. Boah, Beton, viele Gegner. Ja, aber schon kaputt. Siehst du denn da so oben auf der Kugel, das will fliehen. Oh, ein General! Oh, da habe ich wieder was gesehen. Kampfgürtel von... Also ich habe einen Helm gekriegt. Kampfgürtel, schwere Rüstung. Schwere Rüstung, den ich... Wer kann das denn von uns tragen? Von uns keiner. Das ist dann bestimmt so... Militäreinheit oder... Der Juggernaut. Die Tank-Variante vom Sith-Krieger. Und ansonsten... Kopfgeldjäger-Tank-Variante. Ich glaube, allgemein Kopfgeldjäger kann dann noch schwere Rüstung tragen. Aber es ist halt als Tank halt generell doof, dass du da nichts Schweres tragen kannst. Doch, natürlich, der Juggernaut ist der Sith-Tank. Du bist Inquisitor, du kannst, glaube ich, nur leichte tragen. Ja, aber er ist ja trotzdem nur Tank, klar. Ja. Ja, das, aber er kommt wieder von einer rein leichte Rüstungsklasse. Oh. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder nach oben laufen und dabei andere Sachen scannen. Hat's für euch alle gezählt? Ja. Merkst direkt wieder, ob ich aus dem Hellgebiet raub. Alles so einfach. Die Gegner sind direkt kaputt. Da geht's zu deiner Klassenquest. Haha.
ich brenne, ich brenne. Warum switcht dann der nicht automatisch? Entschuldigung. Seid still, Dermot. Da draußen geht etwas vor sich. Ich versuche zuzuhören. Kommt schon, Six. Verratet mir wenigstens etwas. Was ist das für ein Agent, der mich verhört? Sagt mir wenigstens das, ja? Gut. Dann schweigt halt weiter. Ist mir egal, wer es ist. Ich werde nicht reden. Aus mir holt niemand was raus. Nichts. What? In Ordnung, in Ordnung. Ich bin nicht stolz, ich gebe auf. Mein Vater ist ein imperialer Agent. Was sagt ihr da? Euer Vater ist was? Er hat gesagt, sein Vater ist ein Spion. Oh, nein. Das hier ist Sperrgebiet. Was sucht ihr hier? Wer seid ihr? Nicht wer, sondern was? Sith. Stimmt, ich bin ein Sith. Hey, als ob ich nicht direkt erkannt hätte, dass ihr nichts als Ärger bedeutet. Seht nach hinten, Sith. So sehen zwei Trupps der Besten der Republik aus. Ich glaube, die mögen dich. Befehlt ihnen, sich zu ergeben, oder ihr seid alle tot. Aufgeben? Verdammt. Ihr seid umzingelt. Kommt schon, Männer. Hier ist ein Sith, der in einem Leichensack nach Hause möchte. Schlachte! Du musst eine Fähigkeit haben, die dich auf sowas befreit. Ach, verstell das. Scheiß. Six? Sprecht mit mir, Six. Steht schon auf, Mann. Schaut mich an, Fähnrich Dermot. Aber wenn ich nicht hinsehe, seid ihr vielleicht gar nicht hier? Oh, verdammt, ich habe hingeschaut. Bitte, ich weiß, warum ihr hier seid. Die Republik ermittelt gegen meinen Vater und dann kommt ein Agent, um mich auszuquetschen. Aber ich werde nicht brechen. Ich verspreche es. Lasst mich leben. Das Geheimnis meines Vaters ist bei mir sicher. Ich bin wie ein Fels. Ihr würdet schon brechen, wenn euch jemand falsch ansieht. Ich habe gehört, wie ihr Six gestanden habt. Ja, aber jetzt ist er tot. Also kann er kann es niemandem mehr sagen. Mein Vater hat so viel für das Imperium getan. Vielleicht ist der Apfel etwas weit vom Stamm gefallen, aber er ist immer noch... Der Apfel ist noch immer... ich habe den Faden verloren. Bitte tötet mich nicht. Der hat so viel Schiss, der verrät jeden. Ich werde euch von meinen Strapazen erlösen. Aber wer wird mich von meinen Strapazen erlösen?
Ach, Herr. Armer Irrer. Ich glaube nicht, dass wir schon jemand derart Nutzlosen begegnet sind. Es gibt in der Galaxis noch viel zu erforschen. Stimmt. Aber die Messlatte liegt jetzt ziemlich hoch. Ich meine niedrig. Es stinkt so furchtbar hier drin. Können wir weitergehen? Da fällt mir gerade was auf. An meinem Begleiter. Ich hatte eigentlich das Halsband abgenommen, dass kein Strom schlecht mehr kriegen kann von mir. Und hier hat es wieder an. Vielleicht magst du es. Fehler gefunden. Vielleicht steht sie drauf. Irgendwie wirklich bedrohlicher durch den Helm, oder? Weil man Gesichtsmimik nicht sieht. Durch das, dass die Gesichtsmimik weg ist. Deswegen war Darth Vader in den Filmen immer so gefährlich. Der Helm. Ja, ohne Helm war es dann bestimmt so. Ich muss dir ehrlich sagen, beim Star Wars Civil, wo dann unser neuer Bösewicht der Helm auszieht, ich hab ja mit dem Kino so lache. Professor Snape Junior. Von Harry Potter, also mal ganz ehrlich. Wer ist noch so deren Meinung, kann's gerne mal in die Kommentare knallen. Und dann, wie fanden wir Star Wars 8? Weil das ist ja jetzt auch schon gelaufen. Wer war drin? Wie cool fand man ne? Würde mich mal interessieren. Hier ist noch eine Quest. Oder brauchen wir den nicht? Wo ist eine Quest? Hier drin. Bei mir nicht. Okay. Bei uns leuchtet das, also bei mir leuchtet das Ding blau. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Notruf-Empfang von Fire Agent. Vielleicht, weil ihr das Holocron habt. Ist das ein Spiel? Ja. Warum hat er ein Tier? Das ist ein Haustier. Warum lauft er so? Weil er es reingestellt hat. Ja, nach. Will er cool sein? Oh. Irgendwas gegeben? Geschenk der Verbannten. Oder sowas. Ich glaube, mittlerweile habe ich euch im Level überholt. Hast du deinen Erfahrungsboost angemacht? Glaub ja. Ja, du bist Abonnent, du kriegst sowieso schon mehr Erfahrungspunkte. Und mit dem Boost nochmal mehr. Na gut. Abschusssequenz wird aktiviert. Du mal, wie zufrieden ich doch stehe. Schön, wenn man sein Werk begutachten kann. Laserfeuer vom Himmel, Schildgeneratoren stehen in Flammen. Operation Feuerstern ist dank euch wahr geworden.
Ich hab noch was für mittelschwere Rüstung. Die? Okay. Ich guck mal. Es müsste die passende Oberteil zu dem Helm sein, wie ich richtig lese. Habe ich was für dich? Gummo, ist das was für dich? Oh, das kann ich gar nicht handeln. Ich kann da nichts geben. Egal. Danke schön. Bitte. Das passt voll. Ich sehe so. Boah, guck mal, hinten drauf. Hinten drauf ist fast Imperium-Symbol im Knick. Foxy. Was soll ich das? In Disney-Filmen hat es mal geheißen. Gut, Star Wars ist ja jetzt auch Disney. Bei einem Superheld-Outfit immer ohne Cape! Immer ohne Cape! Ich hab jetzt ein Cape! Hilfe, ich werd sterben! Kommt ihn jetzt wieder her? Ach, Beton hat zwischendurch gestanden. Bisher Stress mit einer Arc. Die haben sich über irgendwas unterhalten und das hat nur dann nicht gepasst, die Forderung. Ja, gut. Und was ist es ein Gang? Mein Topf, der hat ein bisschen gestunken. Okay, weiter. Ich hab... Oh. Wie siehst du aus? Bleibst du bald stehen? Du sahst gar nichts. Ich hab eine neue Brust. Und einen neuen Helm. Passt auch zueinander, oder? Let's fetz. Das ist halt rot-weiß. Was geht denn da ab? Du suchst immer Stress, ich spawne all bei dir. Also die nächsten zwei Quests, die wir auf der Karte haben, sind beide nur für... Fauxi und Betonente. Ja, auch? Achso, weil wir diesen Jungen getötet haben, ne? Mhm. Ah, ihr habt ihn getötet und du hast wahrscheinlich ihn nicht getötet. Ich habe ihn freigelassen. Aha, da haben wir den Unterschied. Ich habe dieses unfreundliche Ding getötet. Ja, ich möchte halt die ganze Story auf gut zeigen. Wen das mehr interessiert, einfach bei Fähig auf dem Kanal. Ich meine, wer mehr dann... die böse Seite sehen will, der guckt bei Betonente vorbei. Ja. Nur weil ich jetzt Elmo lieb getrickt habe. Aber das macht's halt interessant. Das... Selbst wenn man zweimal dieselbe Klasse spielt, oder jetzt wie in dem Fall, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte sowohl einen Sith-Hexer haben, der Blitze schleudert, als auch einen Attentäter, so wie Betonente den spielt. Wo ist jetzt hier kann man beide Symbol, spielen, was wir anklicken hier die Kiste. Müssen? Wo? Hier in der Kiste. Hier. Also man kann trotzdem, dass man dann im Prinzip zweimal dieselbe Hauptstory spielt, kann man es auf unterschiedliche Weise spielen und hat trotzdem ein neues Erlebnis. Klar, das eine oder andere wird einem immer wieder bekannt vorkommen, aber trotzdem auch viele neue Sachen dann dabei. Ja. Okay. Okay, weiter geht's. Was auch immer gewünscht wird. Bisschen, wo bist du? Weitergefahren zur nächsten Quest von den zweien. Gerade auf geht's. Ich sehe dich nicht. Gar nicht. Ach da. Bin extra zurückgekommen. Das ist aber lieb. Ja, ihr könnt mich doch nicht alleine lassen. Oh Gott, mit dem Cave sieht das so doof aus auf dem Teil. Superman! Ne, es tut leider nicht nur hinfliegen, was ich irgendwie erwartet habe. Hier ist nochmal was für Betonente und... Deswegen bin ich draufgehupst, weil ich dachte, okay, wird cool aussehen. Tut es aber nicht. Irgendwo ist hier aber auch so ein Pressding. Ah. Die Sith-Waffe zurück zu Major Bessica.
Ja, er muss zurück zum Gorinth-Außenposten. Oh, neuer Stock. Neuer Stock, ja. Also zum imperialen Gorinth-Außenposten. So ein Vieh, wo ich jetzt drauf sitze, das müsste es ein Arc geben. Ich glaube, da würde ich die ganze Zeit drumherum. Towntowns sind echt cool. Ich finde die so goldig. Ja, auch so süß. Hopp, ich hol mir das jetzt ab. Ich mach Artes 17-Euro-Ding-Paket. Also, falls es das nicht mehr gibt, im Moment, Stand Anfang Dezember, Ende November, gibt es ein Paket für 17 Euro, wo man alle Erweiterungen kriegt, die es gibt. Fische. Plus. Es gab ein Paket. Ja, wer weiß, ob es das noch gibt oder nicht. Also, es gab dann ein Paket, wo man alle Erweiterungen kriegt, einen Monat Premium, ein Towntown-Reittier, das, was man bei Foxy zu sehen bekommen hat. Zeig nochmal. Schön. Genau, und eine Rüstung im Schneestil. Ganz nach deren Motto, Luke Skywalker auf dem Tier im Schnee. Genau, also es ist Adaptivrüstung, man kann dann Armierungen und Modifikationen reinpacken, um die Werte dann je nach Level auch wieder anzupassen. Oder als Abonnent kann man das dann auch im C-Fenster als aktive Kleidung einfach über seine eigene ziehen und dann einfach nur sagen, so sieht meine Rüstung jetzt aus. Und man kann ja jetzt dazu sagen, bei jedem von uns unterm Video, in der Videobeschreibung, ist dann dieser Mitspieler-Link zu finden. Und am besten wäre es ja, wenn jeder von uns mindestens einer abbekommt. Bei Beton, wenn er auch den Link von Fauxi findet, denke ich mal. Ja. Ja, und so können wir uns vier unterstützen. Und wir hoffen, das Let's Play macht euch im neuen Jahr immer noch so viel Spaß wie im alten. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss. Auf Wieder, tschüss. Bis zum nächsten Mal.